Gigantische Landschaft, unberührte Wildnis und faszinierende Tiere. Was aber tun wir, um unsere Naturschätze zu bewahren? Kommen Sie mit zu den letzten Paradiesen der Erde. An der Ostküste Nordaustraliens, da liegen zwei gewaltige Naturwunder direkt nebeneinander. Und zwar draußen vor der Küste das Great Barrier Reef und hier die Wet Tropics, der australische Regenwald. Diese beiden Ökosysteme reagieren sehr empfindlich auf extreme Wetterlagen. Und genau die werden infolge des globalen Klimawandels immer häufiger. Es gibt also immer mehr heftige Stürme, heftige Regenfälle oder lange Trockenzeiten. Und deshalb stellt sich die Frage, sind das Great Barrier Reef und die Wet Tropics eigentlich noch zu retten? Süße Kuscheltiere und gefährliche Räuber. Australiens Tierwelt ist einzigartig. Doch durch den Klimawandel und die Vernichtung ihrer Lebensräume sind viele Arten bedroht. Das Great Barrier Reef, eines der 7 Weltwunder der Natur. Es ist mit einer Länge von 2300 Kilometern das größte und eindrucksvollste Korallenriff der Erde. Das Great Barrier Reef ist aber auch eines der Ökosysteme, die weltweit am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Um zu erfahren, warum das so ist, bin ich mit 2 Männern verabredet, die das große Riff so gut kennen wie kaum jemand sonst. John Rumney ist längst eine Legende. Er organisiert seit 30 Jahren Tauchtouren und gilt als einer der größten Umweltexperten am Riff. Richard Fitzpatrick ist Australiens bekanntester Haiforscher. Er fängt die Tiere mit bloßen Händen und versieht sie mit Peilsendern, um mehr über ihr Verhalten zu erfahren. John und Richard machen sich große Sorgen über den Zustand des Riffs und seiner Meeresbewohner. Sie wollen mit mir eintauchen in dieses einzigartige Naturwunder und erklären, warum es in seiner Existenz bedroht ist. Nicht umsonst gilt das Great Barrier Reef als Tauchparadies. Hauptattraktion sind die äußerst farbenprächtigen Fische und Korallen. Verschiedene Meerestierarten leben hier und machen das Riff zu einer der artenreichsten Regionen der Welt. John sagt, wer eine Stunde am Great Barrier Reef taucht, der sieht mehr Tiere als im Rest seines Lebens. Doch niemand weiß, wie lange diese einzigartige Unterwasserwelt noch zu bestaunen ist. Denn das Riff, fast so groß wie Deutschland, ist in Gefahr. Immer mehr Korallen sterben ab. Zurück bleiben weiße Kalkskelette. Diesen Vorgang nennt man Korallenbleiche und Schuld daran sind vor allem steigende Wassertemperaturen. Korallenbleichen hat es im Great Barrier Reef auch in der Vergangenheit gegeben, etwa beim Klimaphänomen El Niño. Doch die meisten Korallenstöcke sind wieder nachgewachsen. Freischwimmende Larven haben sich auf den Skeletten ihrer toten Verwandten angesiedelt. Das geschieht heute immer seltener. Nur noch vereinzelt wachsen die Nesseltiere nach. Durch die globale Erwärmung können sich die Korallen kaum noch erholen. Je näher man der Küste kommt, desto düsterer wird das Bild. Wo einst prachtvolle Korallengärten blühten, findet man jetzt nur noch tote Materie. Sedimente und Schmieralgen haben die Nesseltiere erstickt. Mit dem Klimawandel und steigenden Wassertemperaturen alleine ist dieses Phänomen nicht zu erklären.
Einmal mehr zeigt sich der Mensch als größter Feind der Natur. Von den ganzen Korallen, die wir eben gesehen haben, waren die meisten abgestorben. Wie ist denn das passiert? Das liegt daran, dass sich hier eine Art Existenzkampf zwischen den Korallen und den Algen abspielt. Und wie es im Moment aussieht, gewinnen die Algen. Sie gedeihen so gut, weil es immer mehr Nährstoffe im Meerwasser gibt. Dünger aus der Landwirtschaft und große Mengen Sedimente aus der Rodung fließen ins Meer. Dadurch verändert sich der Nährstoffgehalt im Great Barrier Reef massiv. Du lebst schon so lange hier und beobachtest, wie sich das Riff verändert. Was glaubst du, wie wird es hier in 20 Jahren aussehen? Wir werden immer noch ein Great Barrier Reef haben. Im Endeffekt wird der Klimawandel die größte Rolle spielen. Und das Schlimmste ist, dass niemand so richtig weiß, wie schnell er voranschreitet. Aber die Regierung versuchen jetzt die Überfischung und die landwirtschaftlichen Abwässer einzudämmen und das macht mich sehr zuversichtlich. Wenn der Klimawandel aber so heftig ist, dass es zu einer Versauerung der Meere kommt, können die Korallen keinen Kalk mehr aus dem Wasser ziehen. Dann können sie kein hartes Skelett mehr für die Polypen aufbauen und das wäre wirklich katastrophal. Unvorstellbar, aber wahr. Wenn die Meerestemperaturen weiter steigen, ist das Great Barrier Reef in 50 Jahren zerstört. So lautet Johns Prognose. Sind die Korallen einmal großflächig abgestorben, bricht das ganze Ökosystem zusammen. Schon heute ist der Bestand vieler Fischarten durch Umwelteinflüsse und Überfischung drastisch dezimiert. Haie etwa sind längst von Jägern zu Gejagten geworden. Gerade mal einige Tausend leben hier noch, schätzt Richard Fitzpatrick. Um sie zu schützen, muss er sie fangen. Worauf muss ich gleich achten? Bleib weg von den Zähnen. Die sind scharf. Naja, du musst es ja wissen. Meinst du eigentlich, ich kann auch einen fangen? Du kannst es gern versuchen, aber denk dran, dass die Kleinen oft gefährlicher sind als die Großen. Du musst schneller als der Hai sein, damit du nicht gebissen wirst. Schneller als ein Hai im Wasser. Das geht doch gar nicht. Ist schon nicht ganz leicht. Die großen Tigerhaie kommen nicht an ihre Schwanzflosse, aber die kleinen schon. Sogar wenn ich den Schwanz festhalte? Glaub's ruhig. Er dreht sich um und schnappt deinen Arm. Und dann ist auch der Taucheranzug hin. Wenn dich wirklich einer schnappt, dann halt ihn gut fest. Du musst ihn so festhalten, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Weil sonst? Er hat Angst, wie bei einem ängstlichen Hund. Der lässt auch nicht mehr los. Deshalb halt den Hai hinter dem Kopf fest und warte, bis ich sein Maul aufmache. Wenn er den Kopf dreht, reißt er dir sonst alles raus, was er zwischen den Zähnen hat. Schön. Also los. Ganz sicher? Klar, wird schon schief gehen. Ich habe dieses Jahr noch keinen verloren. Aber das Jahr ist ja auch noch nicht um. Ist auch mein erster Tauchgang dieses Jahr. Witzig, sehr witzig. Diese Fische sind Köder, um die Haie anzulocken. Ich habe ja wirklich schon einiges gemacht in meinem Leben. Aber ein Hai fangen und das mit bloßen Händen? Schnell werden die ersten Haie durch den Geruch der toten Fische angelockt. Aber auch andere Tiere interessieren sich für das Futter. Zum Beispiel diese hungrige Muräne. Hier am Osprey Reef gibt es die größte Haidichte weit und breit. Jetzt sind es schon 20, 30 Haie, die um uns herum schwimmen. Vor allem Silber- und Weißspitzenhaie. Friedliche Tiere, solange man sie nicht allzu sehr ärgert. Richard macht sich bereit. Früher hat er den Tieren mit einem Gewehr Betäubungsmittel injiziert. Heute ist er nur noch mit einem dünnen Tau bewaffnet.
Diese Methode ist viel stressfreier. Zumindest für die Haie. Dann erfolgt der erste Zugriff. Richard packt den Hai und macht mit seinem Tau eine Schlaufe um den Schwanz. Das Tier ist gefangen. Dann gibt er das Tau weiter an John. Niemand weiß genau warum, aber wenn ein Hai auf diese Weise an der Leine hängt, leistet er kaum noch Gegenwehr. Jetzt bin ich dran. Und da kommt auch schon mein erstes Opfer. Mit Hilfe von Richard versuche ich, eine Schlaufe um den Schwanz des Hais zu machen. Doch ich bekomme ihn einfach nicht richtig zu fassen. Aufgeben kommt natürlich nicht in Frage. Ein neuer Versuch. Doch dann passiert, was nicht passieren darf. Der Hai dreht sich mit seinem Maul blitzschnell zu mir um und ich spüre einen Schlag am Oberschenkel. Mein erster Gedanke, er hat mich gebissen. Doch er hat mich nur gerammt. Glück gehabt. Einmal aber will ich es noch versuchen. Das Schwierigste ist, die Schlaufe zuzuziehen. Denn die Haie sind schnell und unglaublich muskulös. Wieder ist er mir entwischt. Während Richard sich königlich amüsiert, strecke ich die Waffe. Aber ich hab's wenigstens versucht. Der Meister selbst zeigt noch einmal, wie es geht. Bei ihm sieht das so einfach aus. Richard gibt den Hai an mich weiter. Hoffentlich dreht der sich jetzt nicht wieder zu mir um. Zwei Haie an der Leine. Der Job ist getan. Nun müssen sie nur noch aufs Boot. Ich habe zwar keinen gefangen, aber immerhin darf ich einen Gassi führen. Oben angelangt, übergeben wir die Tiere erst einmal an John und den Tauchmeister Jack. Hast du das gesehen? Der eine Hai hätte mich fast am Bein erwischt. Toll gemacht. Aber wie machst du das nur? Ich konnte die Haie zwar greifen, aber ich habe danach die Schlinge einfach nicht über die Schwanzflosse bekommen. Du musst alles gleichzeitig machen. Das braucht jahrelange Übung und vor allem gutes Timing. Man darf weder zu fest noch zu sanft zugreifen und muss es dann schnell in einer flüssigen Bewegung durchziehen. Tja, ich bin halt nur ein Anfänger. So schlecht warst du gar nicht. Sehen wir uns unseren Fang mal an. Richard fängt die Haie, um ihnen elektronische Chips einzupflanzen. 26 Empfangsgeräte, die über das Osprey Reef verteilt sind, zeichnen die Signale auf. Wir wollen mit der elektronischen Markierung mehr über das Leben von Haien herausfinden. Alles, was wir bisher machen, ist völlig unrealistisch. Wir locken sie mit Futter an und springen zu ihnen ins Wasser. Für die Tiere eine total unnatürliche Situation. Die Funksender stören sie nicht und wir können ihr Leben in Freiheit rund um die Uhr beobachten. Das eigentlich Wichtige passiert, wenn wir nicht dabei sind. Das ist natürlich weniger spannend fürs Fernsehen oder uns Taucher, liefert aber die wichtigsten Ergebnisse. Um ein Schutzgebiet aufzubauen, das den Tieren auch entspricht, müssen wir wissen, welchen Lebensraum sie brauchen. Wie groß ihr Revier ist. Und das ist bei jeder Art anders. Solange wir das nicht wissen, können wir sie nicht effektiv schützen.
Haie sind schlau, aber nicht schlau genug, um vor dir abzuhauen. Stimmt, aber vielleicht heißt das ja, dass es gar nicht so schlimm für sie ist. Mehr als 60 Haie am Osprey Reef haben schon einen Chip unter der Haut. Vielleicht auch die beiden, die wir gerade an der Leine haben. Viele Haie hat Richard schon mehrfach gefangen. Sie würden deshalb auch wissen, meint er, dass ihnen nichts geschieht. Oh ja! Come on, here we go. Okay. Halt den Kopf fest. Solange das Wasser durchströmt, kriegt der Hai gut Luft. Dieser hier wehrt sich aber nach Kräften. Das Wichtigste ist jetzt, dass der Hai gut beatmet wird. Dann wird er die Prozedur auch problemlos überstehen. Zuerst wird nachgeschaut, ob Richard dieses Exemplar schon markiert hat. Die Hand wieder auf den Kopf. Treffer. Den Hai haben wir schon mal gefangen. Nummer 0A003-16343. Der Hai wird gemessen, um zu sehen, wie er sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Jede Information ist wichtig, um diese gefährdeten Tiere besser schützen zu können. Wenn Haie gejagt werden, erholt sich der Bestand nur sehr langsam, oder? Ja, in dieser Hinsicht sind Haie wie Meeressäuger. Sie wachsen langsam, werden spät geschlechtsreif und haben nur wenige Junge auf einmal. Dieses Weibchen wird nur 2 bis 3 Junge im Jahr gebären. Ihre Lebensweise hat ihr Überleben Jahrmillionen lang gesichert. Aber jetzt kommt der Mensch als ultimatives Raubtier dazu, verschmutzt die Ozeane und macht das ganze Ökosystem kaputt. Stehen die Haie hier eigentlich unter Schutz? In einem Drittel des Riffs sind sie vor der Fischerei geschützt. Aber sonst ist die Jagd erlaubt. Ja, leider. Und deshalb ist der Bestand im Barrier Reef nur 10, höchstens 15% dessen, was er eigentlich sein sollte. Die Zahlen sind durch die Fischerei sehr zurückgegangen. Fertig. Na dann, ab ins Wasser. Nimmst du den Schwanz? Nein, du machst das. Ich sag dir, was zu tun ist. Komm hier rüber. Greift in die Brustflossen. Ordentlich festhalten. Hast du sie? Um den Schwanz kümmern wir uns. Heb sie hoch und dreh dich um. So, die hat ihren Dienst für die Wissenschaft gemacht. Einfach reinwerfen? Lass sie sanft ins Wasser gleiten. Den Kopf zuerst. Es wird noch Jahre dauern, das Leben der Haie zu erforschen. Aber jeder Tag bringt neue Daten, die hoffentlich dazu beitragen werden, die Existenz dieser faszinierenden Tiere nachhaltig zu sichern. An der Küste vor dem Great Barrier Reef liegt die Stadt Cairns, mitten in den Wet Tropics. Das hier ist der einzig verbliebene tropische Regenwald Australiens. Wie im großen Riff ist auch das Leben in den Wet Tropics extrem vom Klimawandel bedroht, vor allem in den Hochlagen. Der Biologe Martin Cohen ist wegen seiner Leidenschaft für den Regenwald vom Süden des Kontinents extra nach Cairns gezogen. Er will verhindern, dass noch mehr von diesem einmaligen Ökosystem vernichtet wird. 2/3 der ursprünglichen Waldfläche sind bereits abgeholzt. Zwar wurden die Wet Tropics 1988 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt, doch da fast das ganze Land freier Grundbesitz ist, können die Eigentümer den Wald auch weiter in Plantagen oder Resorts verwandeln. Also dieser Baum hier, der ist jetzt wirklich mal was Besonderes. Über 500 Jahre alt, 44 Meter Umfang und das Blätterdach da oben, das ist so groß wie 2 olympische Schwimmbecken. Wirklich unglaublich. Hey Martin, das hier ist gar nicht der Stamm, oder? Nein, das sind die Baumwurzeln. Der Stamm fängt erst ganz da oben an. Du liebst diesen Ort, oder? Ja, allerdings. Ich freue mich jedes Mal über diesen Baum und alles drumherum. Was magst du so daran?
Der Regenwald hat die größte Artenvielfalt in ganz Australien. Wenn man sich für Wildtiere und Pflanzen interessiert, muss man einfach hierher kommen. Ich liebe sogar das Wetter. Ernsthaft? Ich liebe Regen. Du bist komisch. Martin arbeitet derzeit an einer Studie, die das Leben in den Hochlagen der Wet Tropics untersucht. Das tut er vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, denn er ist spezialisiert auf die nachtaktiven Ringbeutler. Das sind Possums, die in den Wipfeln der Atherton Tablelands leben. Die Arten, die im Hochgebirge leben, sind die besten Indikatoren für das Fortschreiten des Klimawandels. Bei ihnen sehen wir jetzt schon die Auswirkungen. Sie leiden ganz besonders unter den extremen Bedingungen und ihr Bestand nimmt bereits seit einigen Jahren ab. In Regenwäldern wie diesem macht sich jede Veränderung ganz extrem bemerkbar. Wenn wir nur 10 Tage lang höhere Temperaturen als sonst haben und es sehr trocken ist, sterben die Possums schon an der ungewohnten Hitze. Also geht es eigentlich gar nicht um die langsame Erwärmung, sondern um immer öfter auftretende extreme Wetterlagen. Genau. Guck, da ist eins. Ein hübscher Kerl. Ein grüner Ringbeutler. Hey, der wirft mit Kot. Fast hätte er mich im Kopf getroffen. Dann ist er wohl gerade mit Essen fertig. Ringbeutler sind Beuteltiere, die ausschließlich auf Bäumen leben. Sie kommen nur in den Wet Tropics und den Regenwäldern Neuguineas vor. Den Tag verbringen sie in Baumhöhlen, um dann nachts auf Nahrungssuche zu gehen. Welche Daten sammelst du hier? Ich mache nur eben meine Lampe an und nehme das GPS raus, um seine Position zu bestimmen. Ich notiere, wo genau wir es gesehen haben, auf welchem Abschnitt des Pfads und in welcher Höhe im Baum es sitzt. Die Spezies natürlich und ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, falls ich das erkennen kann. Und ob es ein Junges dabei hat. Wie viele Possums hast du eigentlich schon gelockt? Aber Tausende wahrscheinlich. Ah, noch eins. Aber eine andere Art. Ja, ein roter Fuchskusu. 5 Possums finden wir in dieser verregneten Nacht. Martin ist zufrieden und ich bin nass. Was passiert jetzt mit den Daten? Wir schicken sie an das Center for Tropical Biodiversity and Climate Change an der James Cook Universität. Dort werden sie in einer riesigen Datenbank gesammelt und analysiert. So kriegen wir einen Überblick über die Lebensräume der Tiere. In einer Simulation kann man die Bedingungen dann verändern und sehen, wie es sich auf den Bestand auswirken würde, wenn zum Beispiel die Temperaturen stiegen. Und dann schrumpft der Bestand nämlich bis zur Ausrottung. And the eventual result is extinction. Noch ist das nur eine Simulation im Computer und es besteht Hoffnung, dass es niemals so weit kommen wird. Wenn ich schon in Australien bin, will ich auch ein Känguru sehen. Ein Baumkänguru zum Beispiel. Die leben nämlich auch hier in den Hochlagen des Regenwaldes. Hier sind sie einigermaßen sicher vor dem Kahlschlag, der seit Jahrzehnten ihren Lebensraum immer mehr einengt. Trotzdem sind sie in den Baumwipfeln schwer zu entdecken. Deshalb hilft uns Ernie, ein Aborigine. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu den Kängurus. In der Tradition seines Clans gehören die Tiere nämlich zur Familie. Sie sind seine Totems. Wenn du im Regenwald Baumkängurus suchst, worauf achtest du denn dann? Erstmal richte ich mich nach dem Geruch. Geruch? Ja, ganz genau. Wir müssen mit der Windrichtung gehen und suchen nach Kot. Hier unten am Boden. Ja, genau, am Boden. Manchmal erkenne ich an den Blättern, in welchen Bäumen das Känguru zuletzt gefressen hat. Heißt das hier jetzt, wir sind dicht dran? Ja, irgendwo hier muss eins sein.
Oben im Baum. Höchstwahrscheinlich. Es hat gefressen, hier unten sein Geschäft gemacht und sucht jetzt wieder weiter nach Nahrung. Und das hier ist also der Geruch, den du meintest. Ganz recht. Wenn es frisch wäre, würde es allerdings noch stärker riechen. Du fasst es nicht an, oder? Nein, ich fasse es nicht an. Es ist nicht erlaubt. Es ist verboten, weil es gegen unsere Tradition ist. Ach so? Die Tradition verbietet es. Und warum ist das so? Ja, weißt du, man berührt den Stuhl eines Verwandten nicht. So etwas tut man einfach nicht. Wenn es ein Fremder wäre, okay, aber nicht den eines direkten Verwandten. Das gehört sich einfach nicht. Das wäre ein Verstoß. Ganz genau, es ist respektlos. Tja, ich fasse ja auch nicht die Kacke von meinem Onkel an. Siehst du? Da haben wir was gemeinsam. Okay. Ich lege sie wieder zurück. Sag mal, ihr glaubt doch, dass Baumkängurus früher Menschen waren. Welche denn? Bei diesen Menschen ist etwas vorgefallen und sie haben sich in Baumkängurus verwandelt. So lässt sich das wohl am besten erklären. Jemand, der etwas falsch gemacht hat, gegen die Regeln verstoßen und zur Strafe hat er sich in einen Baumkänguru verwandelt. Ach, und deshalb fühlt ihr euch den Baumkängurus verbunden. Sie sind Angehörige. Sie sind Familie. Ernie ist ein kluger Mann. Er weiß ganz genau, dass Wissenschaftler ihn nicht ernst nehmen, wenn er über seine Beziehung zu den Baumkängurus spricht. Aber aufspüren kann er die scheuen Tiere schneller als jeder andere. Oh, there's one now. Da ist eins, da drüben. Wo? Ach, da. Ein junges Weibchen. Da sieht man mal, wie viel Ernie wirklich noch hier von dieser Natur versteht. Martin und ich sind stundenlang durch den Regenwald gelaufen, haben nichts gefunden. Und Ernie hat 10 Minuten gebraucht, um Baumkänguru zu entdecken. Wie alt ist die wohl? Ich schätze etwa 3 Jahre. Letztes Jahr ist sie noch mit ihrer Mutter durch den Wald gezogen. Damals hatte die Mutter schon ein neues Junges im Beutel. Und inzwischen hat sie sich von der Mutter gelöst und ist auf eigene Faust unterwegs. Mensch, du kennst ja wirklich die ganze Familiengeschichte. Alles Verwandte, oder? Oh ja, das sind sie gewissermaßen. Ach, guck mal, jetzt kommt sie runter. Sie hat wohl lang genug da gesessen. Tja, ich werde schnell langweilig. Vielleicht zieht sie ja deshalb weiter. Aber die sind eigentlich nicht gerne auf dem Boden, oder? Nein, da lauern zu viele Raubtiere. Pythons. Genau. Vor allem natürlich nachts. Und deshalb leben sie in den Bäumen. Ernie ist froh, dass die Population seiner Verwandten stabil ist. Martin allerdings befürchtet, dass die Wetterkapriolen im Zuge des Klimawandels bald auch die Baumkängurus bedrohen könnten. Weit dramatischer ist die Lage für eine andere Ikone des 5. Kontinents, den Koala. Umweltschützer kämpfen für den Erhalt der Beuteltiere und gegen die Vernichtung ihrer Territorien. Einer von ihnen ist Ben Nottage von den Wildlife Warriors. Ein großes Problem in Australien ist, dass die Menschen sich immer mehr ausbreiten und deshalb der Lebensraum für die Koalas immer kleiner wird. Und genauso ist es auch hier in diesem Eukalyptuswald. Das ist Bauland hier, oder? In näherer Zukunft wird hier sicher gebaut. Aber hier leben doch Koalas. Ja, das stimmt. Und das ist ein verbreitetes Problem hier in der Gegend und in ganz Australien. Wenn wir den Lebensraum der Wildtiere bebauen, müssen wir versuchen, beides unter einen Hut zu bringen. Ben will herausfinden, wo sich die Koalas in diesem Wald meistens aufhalten, um dann genau diese Gebiete zu schützen. Dazu hat er rund 20 Tiere mit Peilsendern versehen. So kann er sie jederzeit orten. Jetzt ist es ganz stark. Okay, ich glaube, das Signal kommt von da vorne, aus dem Baumwipfel. Siehst du ihn? Koalas sind äußerst sensible Tiere.
Sie brauchen eine ganz spezielle Mischung verschiedener Eukalyptusblätter. Und ihr Territorium darf eine bestimmte Größe auf gar keinen Fall unterschreiten. Wofür sammelt ihr die Daten? Wir wollen jedes Mal eine neue Koordinate aufnehmen, wenn wir einen Koala sehen. Daraus errechnen wir dann, welche Teile der Baufläche die Koalas nutzen und wie groß ihr Territorium ist. Koalas brauchen den Kontakt mit Artgenossen. Häufig werden ihre Habitate jedoch von menschlichen Siedlungen regelrecht zerschnitten. Und das hat dann fatale Folgen. An dieser Stelle kann man das Problem jetzt wunderbar sehen. Koala-Gebiet, dann kommt plötzlich ein Zaun und hier ist ein Siedlungsgebiet. Hier hört dann plötzlich das Leben für die Koalas auf. Das hier ist das Problem, oder? Wie vertragen sich eigentlich Hunde und Koalas? Die Koalas klettern über die Zäune und werden von den Hunden angegriffen. Inzwischen ist das die häufigste Ursache für verwundete und tote Koalas. Außerdem führen die Straßen immer öfter durch Koala-Revier und die Tiere werden überfahren. Das wird immer schlimmer. Und die Zäune schneiden doch auch die Verbindung zwischen den Revieren ab. Im Prinzip schon. Aber sie klettern drüber und werden von Hunden gebissen. Zäune halten sie nicht auf. Diese Koala-Mutter sitzt mit ihrem Baby nicht mal 50 Meter von der Siedlung entfernt. Obwohl die Tiere so niedlich aussehen und eines der Symboltiere Australiens sind, haben sie keine wirklich große Lobby. Leider nimmt niemand Rücksicht darauf, dass die Gebiete, die zur Bebauung freigegeben werden, auch Lebensraum von Koalas und anderen Wildtieren sind. Wenn wir das nicht ändern und das Problem schnell in den Griff bekommen, werden die Koalas rapide weniger werden und vermutlich in einigen Gegenden aussterben. Im Wildlife Hospital wird nicht nur verletzten Koalas geholfen. Der inzwischen verstorbene Tierfilmer Steve Irwin hat die Tierklinik 2004 gegründet. Egal welche Tierart, hier werden alle versorgt. Diese weltweit einzigartige Einrichtung verfügt über eigene Rettungsteams und viele freiwillige Helfer. 20 festangestellte Pfleger und Tierärzte päppeln bis zu 100 Tiere auf, um sie dann später wieder in die Wildnis zu entlassen. Koalas sind die häufigsten Patienten im Wildlife Hospital. Zurzeit werden 30 von ihnen hier behandelt. Dieser wurde von einem Auto angefahren. Dieser kleine Koala hier ist gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden. Noch weiß keiner, was ihm fehlt, aber dafür ist Amber da, die Tierärztin. Was hat er denn? Er sieht sehr unglücklich in dem Käfig aus. Das Tier wurde auf einer Viehweide gefunden, einer offenen Fläche. Eigentlich sollte es in einem Baum sitzen. Also ist es offensichtlich sehr krank. Es sieht gar nicht gut aus. Das Tier scheint am Ende seiner Kräfte zu sein. Sie läuft nicht weg. Sie versucht zwar, sich auf die Vorderbeine zu stützen, aber sie kann nicht laufen. Komm her, Süße. Ist ja alles gut, schon erledigt. Das Betäubungsmittel beginnt zu wirken. Die Ohren zucken noch. Ja, das ist ganz typisch für Koalas. Wenn sie nervös oder gereizt sind, zucken sie mit den Ohren. Das machen sie auch viel, mit den Hinterpfoten treten. Ich trage sie jetzt rüber ins Behandlungszimmer. Nehmen wir das auch mit? Nehmen wir mit. Die Patientin wird mit Ultraschall untersucht. Die Diagnose: 3 Zysten im Uterus. Das sind Zysten von ernstzunehmender Größe. In Realität sind sie wahrscheinlich etwa
so groß. Wenn man bedenkt, dass der Uterus eher klein ist, ist das schon besorgniserregend. Drei sind es insgesamt. Also ist sie sehr krank? Ja, sehr. Doch damit nicht genug. Die Blutanalyse zeigt es. Unter den Koalas verbreitet sich seit einiger Zeit ein Virus, das Koala-Retrovirus. Wir untersuchen es derzeit sehr intensiv. Man hat es erst vor etwa 10 Jahren entdeckt. Viele Koalas sterben daran und wir bekommen immer häufiger solche Fälle in die Ambulanz eingeliefert. Und sie hat es auch? Ja, definitiv. Und das Retrovirus schwächt das Immunsystem und macht sie anfällig für Krankheiten. Das wäre ja dann wie AIDS. Ja, es ist durchaus mit AIDS vergleichbar und wird auch Koala-AIDS genannt. Die schnelle Ausbreitung ist wirklich traurig und auch beängstigend. Koalas sind sowieso schon eine gefährdete Art und werden bald vom Aussterben bedroht sein und vermutlich irgendwann völlig verschwinden. Das ist eine beängstigende Vorstellung. Der Blick auf die Zähne verrät das Alter. Sie ist etwa 10 Jahre, also schon eine ältere Dame. Koalas werden nämlich höchstens 12 Jahre alt. Für einen Koala, der in so schlechter Verfassung ist, schon recht alt und Zysten in den Fortpflanzungsorganen hat, ist es viel humaner, ihn einzuschläfern. Wir sollten sie erlösen, denn sie leidet sehr. Und das soll aufhören. Genau, kein Leid mehr. Der Koala wird von seinem Leiden erlöst. Warum bei dem Tier, wie bei so vielen anderen, das Retrovirus ausbricht, die Ärzte wissen es nicht. Doch die meisten Koalas können wieder ausgewildert werden. Wie zum Beispiel die 19 Monate alte Sida. Sie wurde von einem Hund angegriffen und hatte sich das Bein gebrochen. Seit 7 Monaten ist sie bereits hier und trainiert für ihre Rückkehr in die Freiheit. Bald soll der große Tag kommen. Ich kehre noch einmal zurück zum Great Barrier Reef, dem Ausgangspunkt meiner Reise. John Rumney hat mich eingeladen, mit ihm die Dinosaurier der Meere zu fangen. John untersucht seit langem die Lebensbedingungen der Nautilus. Diese Tiere leben in einer Tiefe von ungefähr 300 Metern an den Hängen des Riffs. Nachts kommen sie bis auf 100 Meter an die Oberfläche heran. Deswegen hat John gestern Abend eine Falle ausgeworfen. Mit einer sehr langen Leine und bestückt mit Hühnerfleisch. Ist es schwer? Wie viel sind es wohl? Ich rate mal 3. Ist nicht so schwer. Wie wär's mit einer Wette? Ich sage 8. Okay, $5. Es waren 8, aber nur einer ist übrig. Nur einer, aber immerhin. Das war knapp. Aber wie viele sind wohl rausgefallen? Eine Nautilus, eines der erstaunlichsten Tiere, die es überhaupt gibt. Guck dir das Huhn an. Alles weggefressen. Wir bringen unser so wertvolles, weil einziges Exemplar an Bord. Wenn ich ehrlich bin, am meisten verwundert mich ja an diesen Meerestieren, warum sie Hühnchenfleisch mögen. Hey, so, da ist er ja. Warum hast du ihn eigentlich in die Kühltasche gesteckt? Sie leben in mehr als 300 Meter Tiefe und da unten ist das Wasser nur etwa 12 Grad warm. Deshalb haben wir Eisblocks da drin und kühlen sie schön. Sie fühlen sich richtig wohl.
Ich weiß, dass du fast dein gesamtes Leben auf dem Riff verbringst. Und das hier ist dein Lieblingstier. Warum? Es stammt aus der Urzeit, ist wunderschön, geheimnisvoll und sein Spadix, das ist das männliche Geschlechtsorgan beim Nautilus, macht stolze 7% seines ganzen Körpergewichts aus. Das ist beeindruckend, schwer beeindruckend. Diese Tiere mögen es ja eher kühl. Leiden die denn besonders unter der globalen Erwärmung und den steigenden Wassertemperaturen? Sie könnten ein Indikator für die Klimaerwärmung sein, denn sie gehören zu den ältesten heute noch lebenden Arten. 500 Millionen Jahren waren ihre Vorfahren noch die vorherrschende Art im Ozean. Damals gab es etwa 3000 verschiedene Unterarten, von denen einige 10 Meter lang waren und einen Schalenumfang von 2 bis 3 Metern hatten. Heute sind die meisten ausgestorben. Es existieren noch 2, 3 Arten, die alle in großer Tiefe leben, wo Fische und Haie sie nicht fressen können. Solange der Ozean tief genug ist, um kühles Wasser zu führen, sterben sie wahrscheinlich nicht aus. Weiß man denn überhaupt, wie viele es noch gibt und ob sie gefährdet sind? In Australien sind sie mit Sicherheit nicht gefährdet, weil wir sie nicht kommerziell befischen. Auf den Philippinen und im Pazifik werden sie allerdings wegen ihrer hübschen Schale gefangen. Wenn man sie aufschneidet, findet man darin ganz herrliches Perlmutt. Auf Deutsch nennen wir sie deshalb auch Perlboot. Das gefällt mir. Sie sind wunderschön. Liebe Leute, niemals so eine Schale als Souvenir kaufen. Ist wirklich keine gute Idee. Man sollte sowas nicht kaufen, oder? Und dennoch tun das jeden Tag tausende Menschen. Ist das eigentlich die größte Bedrohung? Ja, genau. Dieses Prachtexemplar kommt ins Labor. Dort wird es eingehend untersucht. Zum Abschied sagt John, wir sollten positiv in die Zukunft schauen. Im Vergleich zu anderen Korallenriffen sei das Great Barrier Reef noch immer ziemlich gesund. Mag sein, dass er recht hat. Ich befürchte aber, hier ist ein einzigartiges Ökosystem in großer Gefahr. Seit einigen Jahren steht ungefähr ein Drittel des Great Barrier Reef unter Naturschutz. Das ist die gute Nachricht, doch leider gibt es auch schlechte. Da ist zum einen natürlich die globale Erwärmung, die viel zu schnell vonstatten geht, als dass die Korallenriffe sich dieser Entwicklung anpassen können. Und dann ist da noch die Bedrohung von Land. Immer größere Flächen des australischen Regenwaldes werden abgeholzt, um Platz für die Landwirtschaft zu schaffen. Und dadurch werden dann immer mehr Sedimente und Dünger ins Meer gespült und die bedrohen dann das Leben am Riff. Die Zukunft des Great Barrier Reef ist also ungewiss. Fest steht aber heute schon, wenn wir es nicht mal schaffen, das größte Naturwunder auf unserem Planeten vor der Zerstörung zu bewahren, dann sieht es auch für die Zukunft der Weltmeere insgesamt wirklich schlecht aus.